Zurück bei Mega Man, Deutschlands härtesten Wettkampf. Markus Blade liegt noch in Führung. Vor ihm liegen noch 2 Kilometer bis ins Ziel. Fühlt sich an wie 20 Kilometer. Den sportlichen Kämpfer verlassen die Kräfte. Über 500 Männer haben sich der spannenden Qualifikation in Riesa mutig gestellt. Nur die stärksten 100 schaffen den Aufstieg in die zweite Runde. Ganz vorne dabei der nette Maris. Freundin Liga geht mit ihm durchs Wasser. Titelverteidiger Werner Seitz, der Megaman des Vorjahres, hat aufgeholt. Der freche Boxer Paul liefert sich mit seinem Vater ein Duell. Überraschend, der Vater liegt in Führung. Er ist bereits am türkischen Wassergraben vorbei. Paul, wo ist dein Vater? Keine Ahnung, was ist vorne? Das wackelige Floß sinkt immer mehr ab. Darunter ist nur noch Rainer Morast. Wir sind jetzt im Aufstand! Komm schon, ich bin weg da! Halt, halt, weg da! Halt, komm! Aber du bist nur so weit hinten, wenn er vor dir ist, oder warum? Ehrlich, er hält dich hier total auf. Komm, trage auf deine Scheiße hier, Schwachmann. Komm, da, junger Achter. Nein, Achter ist nicht dein, oder was? Die Bahn ist hier so. War doch wichtig. 90 Mann sind schon über das letzte große Hindernis. Der Kampf um die besten Plätze wird immer erbitterter. Der Kampf um die Autoreifen. Für Männer blutiger Ernst. Wer es bis hierher geschafft hat, für den heißt es alles oder nichts. Nur wer verbissen weiterkämpft, hat noch Chancen, unter die ersten 100 zu kommen. Soldat Kai ist noch mit dabei. Er hat gute 30 Plätze aufgeholt. Hat er das seinen Fans zu verdanken? Wer das? Hilfe! Ich habe das mal aufgeschrieben. Auch Startnummer 90. Roger Rush kämpft sich nach vorne. Doch Schlimmes kommt auf ihn zu. Ich will anreisen! Scheiße! Roger hat seinen Reifen verloren. Jetzt hilft nur noch.